FTF und CGA, TFTC, Tatüdata, SWAG, QS und SBA, POI, ECGA. MFG, mit freundlichen Grüßen. Der Cash liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf, für ein Leben voller Fund und Tausch. Bevor wir Uno spielen, gehen wir lieber raus. Ja, Leute, heute geht es um Hip-Hop. Nein, vielmehr um die Frage, was ist eigentlich CGA und ECGA? Herzlich willkommen auf dem Kanal von Casherreisen. Und ich hoffe, ich bringe heute etwas Licht ins Dunkel für die, die sich bisher immer gefragt haben, was ist das alles für ein Quatsch, den wir mit uns rumschleppen und diese ganzen Abkürzungen, die wir so verwenden. Also, zum Geocachen, wisst ihr, braucht man nicht allzu viel. Die Minimalausrüstung besteht aus einem GPS-Gerät oder vielmehr Handy heutzutage, einem Stift und gesundem Menschenverstand. Ein Handy und Stift kann man sich kaufen, gesunden Menschenverstand hoffentlich im Laufe des Lebens erwerben. Das ist eigentlich so das Hauptsächlichste, was man braucht zum Geocachen. Dann gibt es aber durchaus noch Dinge, die man auch mitnehmen kann, die Standardausrüstung. Dazu gehört die eben genannte Minimalausrüstung, weiterhin gutes Schuhwerk, dreckige Schuhe, die auch mal schmutzig werden können, das passiert beim Geocachen. Robuste ältere Kleidung, weiß es vielleicht nicht so ideal, bin heute ein Negativbeispiel. Ein Taschenrechner, wobei der oft ja im Smartphone und im GPS tatsächlich auch schon eingebaut ist. Viele empfehlen auch noch einen Spiegel. Ich nehme das nicht zusätzlich mit. Ich gestehe, ich mache das auch mit dem Smartphone dann viel mehr. Die Displayfläche, die spiegelt ja. Oder ich mache ein Video, falls ich irgendwo wirklich nicht rankomme. Dann natürlich Ersatzstifte. Stifte sind wirklich wichtig bei Geocachen. Ersatzbatterien. Die passen natürlich nicht ins Handy, deswegen ist vielleicht eine Powerbank sinnvoller. Eine Reihe von Tauschgegenständen, wenn man tauschen will. Für meine Kinder ist das immer wichtig, für mich nicht so sehr. Eine kleine Verbandstasche. Habe ich nicht hier, kann ich nicht in die Kamera halten, aber ihr könnt euch was drunter vorstellen. Und natürlich Getränke, im Idealfall Wasser. Und noch besser eigentlich Bier. Also das ist bei mir immer eine Standardausrüstung. Die Standardausrüstung wird CGA genannt. Das steht für Cacher Grundausrüstung. Damit haben wir die erste Abkürzung erklärt. Im Gegenzug oder in Ergänzung dazu gibt es die ECGA, also die erweiterte Cacher Grundausrüstung. Die besteht aus all dem, was wir gerade benannt hatten und zusätzlich noch mehr Technik. Zum Beispiel einer Taschenlampe. Kopflampe. Taschenlampe ist wurscht. Eine UV-Lampe bietet sich an. Ein kleines Fernglas habe ich auch oft dabei. Digitalkamera, wobei man auch hier wieder aufs Smartphone verweisen kann. Eine Tabelle mit den wichtigsten Codierungen, Morsecode, Flaggenalphabet, Rot 13 und so weiter. Das sollte man entweder drauf haben oder in Form einer Tabelle oder eines Buches dabei haben. Aber auch hier gibt es für Smartphone wieder geeignete Apps. QR-Code-Reader wird immer häufiger benötigt, auch der im Smartphone vorhanden. Die Cache-Beschreibung war früher beim Geocachen relevant, die ausgedruckt mit zu haben. Heute eigentlich nicht mehr, hat man entweder auf dem GPS schon rübergezogen oder eben wieder auf dem Smartphone. Ja, dann ja so ein bisschen Werkzeug. Also empfehlenswert ist zum Beispiel Magnet. Ich habe hier einen Teleskopmagnet. Der ist wirklich ganz hilfreich, kommt manchmal irgendwo hin, wo man mit dem Finger so nicht reinkommt. Eine Pinzette habe ich aber ehrlich gesagt beim Geocachen noch nie gebraucht. Noch nie, nie, nie. Ein Messer, wobei, oder ein Multitool. Also Multitool ist wirklich ganz hilfreich. Da sind ja verschiedene Sachen dran. Es gibt ja auch Multitools, wo eine Pinzette integriert ist, eine Zange, ein Messer sowieso. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und ich habe ja auch ein Multitool mit verschiedenen Aufsätzen, um einen Schraubendreher zu simulieren. Das ist sehr hilfreich. Wenn man im Sommer Geocachen geht, dann natürlich auch Sonnencreme. Habe ich gestern vergessen, deswegen hier ein schöner, schmerzhafter Sonnenbrand. Mücken- und Zeckenschutzmittel, sehr, sehr hilfreich. Noch mehr Getränke, wenn man länger unterwegs ist. Gerne dann auch was zu essen.
wenn man in der Natur unterwegs ist und weiß, dass es da nicht einen Kiosk oder einen Supermarkt gibt, dann ist es sinnvoll, sich entsprechend vorher zu versorgen. Ich habe auch immer gerne noch ein Maßband mit, auch das hat mir schon oft geholfen. Was noch? Ja, Dinge zum Reparieren des Caches. Kommt auch manchmal vor, dass man einen Geocache in einem beklagenswerten Zustand vorfindet und dann kann es hilfreich sein, zum Beispiel Draht dabei zu haben oder Gaffertape, Kabelbinder, all das kann helfen, dem Owner die Arbeit etwas leichter zu machen. Ja, und dann je nach Bedarf. Es gibt Geocaches, dafür brauche ich eine Taucherausrüstung oder eine Warthose oder ein Boot oder eine Kletterausrüstung. Ich mache gerne Klettercaches. Leitern, Teleskopleitern haben viele Geocacher auch drin. Eine Bandschlinge oder zwei, drei Bandschlingen helfen auch, um ja, vielleicht nicht unbedingt einen Klettercache zu machen, aber um so ein T4, T4,5er, da können Bandschlingen durchaus manchmal hilfreich sein. Und wenn man längere Touren macht, dann gern auch ein Zelt, eine Isomatte, einen Schlafsack und so weiter. Ja, das ist dann die sogenannte ECGA, erweiterte Cacher-Grundausrüstung. Ich nehme an, die kann fast unendlich erweitert werden. Ich musste zu einem Geocache auch schon mal eine Tüte Mehl und eine Packung Zucker mitbringen, das war notwendig, oder altes D-Mark-Geld. Am besten also immer vorher die Cache-Beschreibung gut lesen und dann die ECGA entsprechend erweitern. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und wenn nicht, dann haben uns euch vielleicht wenigstens meine Rap-Künste gefallen. Also, schönen Tag noch. Bis bald im Wald.